Ja, ich habe mir den Freudentanz zum Check rausgeholt und musste schon feststellen, dass er deutlich klebt, weil der Bourbon ist gerade rausgegangen, ist ja aber normal, neue Umgebung und nee, zurück. So, und das fängt eigentlich an wie jedes Mal, dass wir erstmal gucken, dass ein entspanntes Stehen möglich ist, was wahrscheinlich gleich nochmal schlimmer wird, wenn Bourbon Richtung Platz geht, aber das, denke ich, ist auch erstmal normal. Ja, der Freudentanz ist hierfür ein Reittraining, weil sich verschiedene Probleme einstellen, für eine Sattelkontrolle und natürlich auch für den körperlichen Check. Und da habe ich eben so ganz grob mal den Rücken gefühlt und es kommen auch schon einige Baustellen da zum Vorschein. Und jetzt gucke ich mir einfach alles noch mal genau an, in der Hoffnung, dass wir hier ruhig stehen können, ne Freudi? Ja, Zahnarzt ist im Dezember da gewesen, laut Aussage. Was ich raushören konnte, war auch ein Maßsattel vorhanden, der aber gar nicht passte. Und ich selber habe ihn nicht gesehen, aber das ist halt die Aussage von Frau Friewald, die ja hier schon sehr viel Sattelkenntnis mitnehmen konnte und da halt selber schon erkannt hat, dass das Geld wohl nicht ganz korrekt investiert war und es schon umgeändert hat. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Alles gut. Oh, da schwitzt du schon, ne? Oh, so, wenn man hier mal guckt, er ist jetzt wirklich, soll hier nur stehen und er fängt hier, läuft der Schweiß runter. Er ist hier ganz nass. Bleib mal stehen. Er ist ganz nass hier. Man sieht, es fängt langsam an. Na, dass es hier dunkel ist. Lass das. Dass es hier oben dunkel ist. Ich schaue mal, ob es auf der anderen Seite auch ist. Ja. So, auf der anderen Seite ist das nicht der Fall. Ist für mich schon immer Aufschluss, dass da irgendeine Reaktion ist. Er ist auch sehr kopfscheu, nicht, aber sehr empfindlich oben auf der Nase, auf dem Nasenrücken und grundsätzlich jetzt auch wirklich nervös, weil er kennt es, denke ich mal so, dass er geholt wird, geritten wird. Und wie wir ja gesehen haben, im Reittraining ist es wirklich eine Anfängerin, die ihn momentan reitet, die aber halt über zweimal die Woche beritt, ihn versucht natürlich gesund zu erhalten, was natürlich schwierig ist, wenn ein nicht passender Sattel drauf ist und wenn der Beritt nicht dem angepasst wird, der es danach irgendwie schaffen soll, dieses Pferd nachzureiten. Und da sehe ich gerade ein ganz großes Problem. Der Freudentanz hat sich richtig, richtig nett gezeigt, hat wirklich keine Schwächen des Reiters ausgenutzt hier in dem, was ich so sehen konnte. Das Einzige ist, dass er halt über die Schulter ausgebrochen ist oder einen anderen Weg eingeschlagen hat, aber überhaupt nicht böse. Und das zeigt, finde ich, nur wirklich einen grundehrlichen Charakter. Also ganz tolles Pferd. Fein. Nicht an mir vorbei? Nein. Zurück und halt. So. Arianes Benimmregeln muss Freudentanz eben noch lernen. Auch mit dem Nachnamen Friewald gibt's ja auch keinen extra Eimer. Er möchte da gerne hinterher. Ist natürlich auch schwierig, das ganze Handling. Eine Anfängerin weiß davon natürlich auch noch nicht so viel. Dass es wirklich klare Regeln geben muss, das ist ja auch schwer. Man muss es alles erstmal lernen. Musst du erstmal merken, dass ich gar nichts von dir will. Ne? Ja, was ich ganz erschreckend finde, ist, dass einfach der ganze Rückenmuskel hart ist. Zwei Wirbelkörper, das ist jetzt nichts Dramatisches, sind zur Seite rotiert und blockiert. Aber das Gesamte, einfach ein Maßsattel, der für so etwas sorgt, dass wenn ich mit der Hand hier wirklich rübergehe, er sofort die Kruppe runterdrückt, also sofort ins Hohlkreuz geht und hier auf dieser Seite ein richtiges Ei kommt. So spannt der Muskel dagegen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Sattel sitzt da drauf, der Reiter ist hinten drauf. Wenn ich schon mit meiner Hand, hallo,
wenn ich schon mit meiner Hand das fühlen kann oder diese Reaktion hervorheben kann, wie ist das denn erst, wenn der Durchschnittsreiter mit seinem Gewicht da drauf sitzt, vielleicht noch einen unpassenden Sattel hat, dann wird das Ganze natürlich noch viel schwieriger. Und jetzt wird mir auch das Bild gestern beim Ablongieren, ist für mich völlig klar, warum er wirklich auf der rechten Seite gar nicht so wirklich gut gehen kann und sich wehrt, den Kreis nicht halten kann, bei so einem festen Rücken. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich ihn nicht komplett durchchecken kann jetzt. Dafür müsste er ja wirklich ruhig stehen. Das heißt, ich würde nachher einfach den aktiven Test machen, gucken, ob er dann entspannter steht und würde dann die Kleinigkeiten rausfiltern. Aber für einen groben Überblick reicht das jetzt wirklich aus. Und was man ganz schön sieht, ist, dass hier richtig Löcher drin sind. Wenn ich hier lang fasse, flop, falle ich hier in ein Loch. Und hier liegen die Kissen von dem Sattel. Und das finde ich traurig. Es ist ein Pferd von Frau Friewald. Frau Friewald hat aber gar nicht viel Einfluss die letzten Monate gehabt, weil sie es einem tollen Familienmitglied zur Verfügung gestellt hat. Und das halt auch überwacht mit Video und mit Bereiterin dabei, weil wir ja gesehen haben, es ist eine Anfängerin. Und das ist natürlich etwas, da muss man so ein bisschen einen Reiter haben, der für die Gesunderhaltung sorgt, damit da wirklich kein Schaden kommt. Aber wie sich rausstellt, ist halt auch das nicht wirklich optimal, weil dazu würde für mich persönlich gehören, dass es jemand ist, der vielleicht sieht, dass der Sattel hier Löcher macht. Das ist wirklich für jeden, der hinguckt und der das Pferd putzt oder mal streichelt, ist das fühlbar, zumindest für Fachkräfte. Von einer Anfängerin würde ich das nicht erwarten, aber von einer Fachkraft schon. Und wenn ich selber mal den Rücken lang fahre und sehe, was da für eine Reaktion kommt, dann setze ich mich da nicht mehr drauf. Und auch keine Anfängerin, die in dem Sattel ploppt. Dann sind einfach erstmal andere Sachen wichtig. Und genau das sollte stattfinden und ist einfach nicht passiert. Und das finde ich wirklich traurig. So, für mich wäre jetzt der Schritt erstmal, ich gucke mir die nächste. Ich gucke mir die andere Seite an, die ganzen kleinen Sachen. So, ich gucke. Lass mich mal schauen. Ja. Halt. So, hier haben wir schon. So, hier haben wir schon in der Schulterblattmuskulatur ein Loch. Da fällt man hier richtig rein. Dahinter kommt eine Wulst sozusagen. Da müssen wir einfach mal gucken, ob das Lymphstau ist oder ob das wirklich eine Verspannung ist. So, und ich habe jetzt das Gefühl, dass er auf dieser Seite hier deutlich unruhiger ist als auf der anderen Seite. Fein. Lass mich mal ein bisschen streicheln. Ja. So, hier ist das Loch auch. So, und was das Schwierige eigentlich ist, hier oben in der, sage ich mal, so das, was wir als Tragfläche nutzen für den Sattel, das ist natürlich von der Natur nicht dafür vorgegeben, aber die anatomischen Verhältnisse sind so, dass wir uns das halt zunutze machen. So, und dieser Sattelbereich, sage ich mal so, ist zum größten Teil auch eine große Faszie. Und eine Faszie ist quasi eine Sehnenplatte. Eine Sehnenplatte ist recht schlecht durchblutet, zumindest viel schlechter als zum Beispiel ein Muskelbauch. Und von daher sind natürlich Probleme im Rücken, Überdehnungen und all sowas ganz schwierig und sehr langfristig nur möglich. So eine Sehnenplatte aufzudehnen ist ganz, ganz schwierig bis fast unmöglich, würde ich sagen.
Und deswegen sollte man da immer ganz viel Wert drauf legen, dass ein Pferd nicht einen langen Zeitraum mit verspannter Rückenmuskulatur geht oder im Hohlkreuz geht oder halt mit Kopf oben läuft. Na, so ist schön. So, hier vorne haben wir auch eine Schwellung. Rechts neben dem Widerrist. Du bist ein ganz feiner. Ja, ein ganz feiner bist du. Sehr schön. So, hier sieht man auch sehr schön das Loch. Da fällt man richtig rein. Fein, gut. So. Klasse, guck mal. Toll machst du das. Mal gucken, wie es auf der Seite ist. So, hier sieht man. Ich sehe das hier auf der Kamera, sieht man es wahrscheinlich nicht, dass hier wirklich der Wirbel erhöht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfangen kann, aber das ist von hier ganz deutlich sichtbar. Fein. Und dass die Kruppe eher gerade ist, der Schweif leicht angehoben, gehalten wird. Manche Pferde sind so gezüchtet. Das stellt sich dann raus, wenn man ihn ein bisschen mobilisiert, ob er denn zum Beispiel seinen Rücken einfach entspannen kann und nach dem Aufenthalt hier wirklich, sage ich mal so, das Hinterteil ein bisschen sich wieder einzieht oder ob das so bleibt. Da bin ich wirklich gespannt. So. Gut. Lass mich mal sehen. Ja, lass mal sehen. Und halt. Gut so. Komm mal her. Ich gehe hier mal runter. So ist er fein. Gut so. Klasse. Hey. So ist fein. Habe ich dich mal eben überrascht, ne? Tut mir leid. Ja, habe ich dich mal eben überrascht, ne? So ist gut so. Ja, mein Ziel wäre es eigentlich, ihn zu entspannen die nächsten Tage, dass er auch hier wirklich geschillt steht. Das wäre natürlich jetzt fein. Wäre natürlich jetzt viel zu viel verlangt. Ist alles gut. Na, siehst du wohl. Guck mal hier. Klasse gemacht. Super. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kommt gar nichts hoch. Gar nichts, okay. Vorne im Widerristbereich und der Übergang, sage ich mal so, vom Widerrist dann in die fortlaufende Wirbelsäule. Es ist ja alles Brustwirbelsäule, aber der Widerrist sitzt ja zwischen den Schulterblättern und dann kommt quasi, lass gut jetzt sein, dann kommt ja quasi der Knick sozusagen, wo es in die Sattelfläche auch noch mit übergeht. Und da ist wirklich gar keine Bewegung in die Aufrichtung da, jetzt zumindest noch nicht. Und da bin ich gespannt, wie das wird. Fein. So, er hat einen relativ kurzen Rücken. Ich kann mir also vorstellen, dass da die Sattler auch wirklich Probleme haben, einen Sattel für zu finden, der dann auch noch zu der Reiterin passt, zu einer erwachsenen Reiterin. Aber auch da gibt es Modelle. Ne? Es gibt auch noch kürzere Pferde. Versuche einmal wirklich die Jochbeinleiste hochzugehen oder vielleicht sogar an die ersten Backenzähne zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, so wie er hier jetzt gerade steht, dass er das nicht so gut findet. Ne? Ja. So ist schön. Na klasse, machst du das. Musst du noch ein bisschen runterfahren, ne? Gallen habe ich jetzt in den Tagen nicht gesehen und auch nicht gefühlt. Freudentanz ist ja 11 Jahre. Das heißt, manche Pferde haben in diesem Alter ja schon leichte Gallen. Das ist hier nicht der Fall. Das finde ich richtig gut. So ist schön. Na komm mal her. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir können ja einfach mal hier mit anfangen. Ja, so ist schön. Komm mal her. Gut so. Halt. Ha.
Halt. Halt. So, ist schön klasse. Guck mal hier. Halt. So, hier ist eine dicke Verspannung. Halt. Sagt natürlich nichts darüber aus, ob da jetzt ein Haken drunter ist, aber es sagt das was aus, wie die Kaumuskulatur da einfach ist. Halt, alles gut. Ja, ist alles gut. Alles ganz entspannt, ne? Musst du dir keine Sorgen machen. So, und dieses Kopfschnicken, das ist wohl vorher auch nicht gewesen, so wie Frau Friewald sagt, dass man wirklich hier oben anfasst und er gleich hochschlägt. Das meine ich mit Kopfscheu, aber nicht im Sinne von, er wird geschlagen und ist kopfscheu, sondern wirklich eine Schmerzreaktion. Und ein Pferd, was wirklich Schmerzen hat oder was letztendlich, ja, es wird ja nicht gequält, bewusst, aber durch einen unpassenden Sattel, durch, ja, sage ich mal so, noch nicht sicheres Reiten, ist es für das Pferd schmerzhaft, was abgespeichert wird. Und dann wird natürlich alles zur Qual. Und warum soll er sich denn dann hier entspannt hinstellen? Kann ich vollkommen nachvollziehen. So, und halt. Trotzdem musst du das machen. Ja, ist alles gut. Komm mal her. Lass kurz. So, komm mal her. So. Gut. So ist schön. Komm mal her. Super. Komm mal her. Ja. So ist schön. Komm mal her. Ja, da ist ein ganz großer, spitzer Hengstzahn. So ist fein. So ist fein. Komm mal her. Den ersten Zahn bin ich nur ganz kurz dran gekommen. Aber die ersten Zähne, die geben unten dann auch nicht viel Aufschluss, weil, also ich glaube, wenn ein Zahnarzt die ersten Zähne noch nicht mal rund macht, dann, also weiß ich es nicht. Von daher spielt sich wirklich ganz viel in dem oberen Bereich ab. Und ich kriege häufig Aufschluss über viel Speicheln, über Kopfempfindlichkeit beim Anfassen, dass ich dann einfach vermuten kann, bei der Palpation, Mensch, weiter oben könnte was sein. Wenn das denn nicht der Fall ist, dann ist man wenigstens auf der sicheren Seite. So, das Maul möchte er gar nicht aufmachen. Es ist jetzt die rechte Seite, wo er auch anfängt zu schwitzen hier unten. Das hat er auf der linken Seite nicht. Die rechte Seite ist beim Reiten und auch beim Longieren gestern deutlich schlechter gewesen. Und ich darf auch hier an die rechte Seite gar nicht wirklich dran. So, komm mal her. Ja, morgen kommt die Zahnärztin, da bin ich richtig froh drüber. Ich würde an der Stelle, lass es sein, den Check hier abbrechen und würde ihn nach dem Zahnarztbesuch einmal machen. Dann hat er wieder ein bisschen Zeit. Vielleicht gucke ich es mir sogar an, wenn er noch ein bisschen beruhigt ist, dass man wirklich ganz in Ruhe überall anfassen kann, ohne dass er solche Abwehrreaktionen zeigt. So, ja, das ist dann immer ganz schwierig zu unterscheiden. Und deswegen verstehe ich auch viele Pferdebesitzer, die halt einfach auch nicht unterscheiden können. Ist es ungehorsam? Ist es ungehorsam, weil sie Schmerzen erwarten? Ist es einfach nur ungehorsam, weil sie keine Lust haben? Oder geht das eine vielleicht in das andere über? So, und das kriege ich nur mit, wenn ich jetzt einfach auch ein Stehtraining mache, weil ich bin der Meinung, ich tue ihm jetzt hier nichts. Und wenn er dann aber mit seinen Vorderhufen nach vorne ausgreift, obwohl ich da stehe, und er mich trifft, dann ist das für mich ungehorsam. Wirklich ungehorsam und auch dominant, weil das darf er nicht tun. Er darf sich logischerweise wehren, wenn ich ihn jetzt hier an
binde und ihn haue oder ihn für irgendwelche Sachen strafe oder sowas. Keine Frage, aber nicht, wenn ich hier einfach stehe und er mir seinen Huf ans Bein haut oder den Abstand nicht hält. So, und wenn er das nicht tut, dann akzeptiert er mich nicht als Rudelführer, als Herdenführer, als Alpha, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann muss ich ihm zeigen, dass ich das bin. Weil woher soll er es wissen? Und er wird sich gleich wieder einen Schritt nach vorne wagen. Und dann werde ich ihn wieder zurückschicken. Halt. So. So, das muss er irgendwie jetzt lernen, zumindest bei mir, sodass ich dann wirklich einen Check machen kann. Sehr schön. Gut so. Siehst du, kauen und schlecken. Ne? So. So, das ist natürlich so. Es ist ein kleiner Schritt gewesen. Aber aus einem kleinen Schritt wird das nächste Mal ein großer Schritt. Und dann wären zwei Schritte da draus. So ist fein. So, und was mir auffällt ist, es gibt jetzt keine Hampelei. So wie eben. Freudi, muss mich erstmal einschätzen können. Ne? Ich bin eigentlich nett. Sei denn, man läuft mich um, man haut mich, man beißt mich. Ne? Dann nicht. Sehr schön. Toll. So ist es. Gut gemacht. Hast du sehr gut. So ist schön. Gut. Das hat er sehr, sehr gut gemacht jetzt. Heißt also, da haben wir einiges zu arbeiten. Ne, Freudi? So, aber das finde ich jetzt toll. Einmal jetzt nur gesagt, Mensch, das möchte ich nicht. Lass es bitte. Und er macht es. Finde ich ganz toll. Obwohl er sich jetzt erschrocken hat, wie man gesehen hat, eben gerade ist er da noch nach vorne geschossen. Echte Österreicher lernen eben schnell. Benimmt Pferd sich nicht, dauert's eben länger. Hunger? So. Jawohl. Und halt. So, bin ich gespannt, was passiert, ob er die Halteübung mit Decke auch noch macht. Oder ob das denn in Kampf ausartet. Ja, das machst du schön, ne? Komm mal her. Hopp. Sehr gut machst du das, Klaas. Ja, es ist halt auch eine Aussage von Alexandra, dass man ihn nicht auf der Stallgasse fertig machen kann, weil er halt so rumzappelt, so rumhampelt, immer mit seinem Vorderbein schlägt. Das, was wir eben auch gesehen haben. Aber das ist natürlich auch, ja, kein Wunder, wenn man im Maul oder am Maul nichts ertragen möchte, auf dem Nasenrücken nichts ertragen möchte und der Rücken halt auch solche Symptome aufweist. Was ist los? Geh mal zurück. Ich würde nicht schnappen, das hatten wir vorhin schon, ne? Ja. So. Komm mal her. Kannst du wieder schön raus, ne? Ja. So, aber charakterlich, glaube ich, ein einwandfreies Pferd. Was sich trotzdem satteln lässt, trotzdem trensen lässt, aufsteigen und sogar auch noch heile absteigen lässt. Also das finde ich wirklich, es ist Wahnsinn, was die Pferde wirklich alles mitmachen. Ne? Na, guck mal, das hast du sehr gut gemacht, hast du gar nicht gezappelt. Sehr, sehr schön. Na komm. Ja, schau, guck. So, komm mal her. Bleib ruhig bei mir. Bleib ruhig bei mir. Bleib ruhig bei mir. Dann passiert dir immer am allerwenigsten.
Ne? So, und von dem Reittraining heute Nachmittag sehen wir mal ab, ne? Das machen wir nicht. Glück gehabt. Nur Alexandra, die musste wohl umsatteln. Ja, das ist immer ein ganz typisches Bild. Das kenne ich zum Beispiel von Falco vom Anfang. Da war es auch Halfter ab oder Trense ab und sofort Reiß aus, bloß weg. Und mittlerweile weiß er ganz genau, ach, wenn ich noch stehen bleibe, dann kann ich noch ein bisschen was ergattern, dann kriege ich noch was. Und er hat es gar nicht mehr so eilig, wegzukommen. Und das ist eigentlich immer so das erste Bild, was sich verändert. Und ich möchte ganz gerne, dass er zu mir kommt, weil ich was Schönes mit ihm mache oder weil ich was Schönes für ihn habe. Das ist erstmal die erste Motivation, woraus denn das nächste folgt. Das kann natürlich nicht stattfinden, wenn ich als Mensch nur mit Reiten verbunden werde und das Reiten halt in dem Zustand nur mit Schmerzen. Das funktioniert dann natürlich nicht. Und da müssen wir jetzt versuchen, einen Dreh dran zu kriegen, weil ich sage mir immer, ich möchte ja gerne Pferd und Reiter so auf so einen Mittelweg bringen und alle sollen glücklich sein. Möchtest du was? Mal gucken mal, bei mir gibt es was. Ja, ja. Kannst weggehen, kommst wieder, kriegst wieder was. Das muss er jetzt erstmal ausprobieren. Ja, das denke ich, ist jetzt erstmal meine Aufgabe. Und vielleicht der eigentlichen Besitzerin erstmal erzählen, was momentan gerade Stand der Dinge ist. Und dann müsste sie quasi überlegen, wie es erstmal weitergeht. Aber mit der Empfindlichkeit im Rücken und im Maul würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt keine Anfängerin draufsetzen. Wenn es mein Pferd wäre. Ob das möglich ist oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Ist ja immer schwierig. Aber wenn das Pferd gesund bleiben soll, muss der Rücken sich erstmal auskurieren. Und sage ich mal so, der ganze Freudentanz tanzt nicht mehr vor Freude, sondern er nimmt eigentlich immer Reiß aus. Und beim Putzen und beim Satteln sagt er nicht, 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 nicht. Also er tanzt aber nicht vor Freude. Ne, Freudi? So, willst du dir noch einen abholen? Guck, bitteschön. Super, aber immer erst gucken, ne? Ja, zweiter Check, wie versprochen, meine super Co-Trainerin dabei, damit der Freudi ein bisschen ruhiger steht. Ich durfte eben hier auf der rechten Seite ins Maul fassen. Die ersten Backenzähne fühlen sich rund an und dennoch sind vorne die Hengstzähne sehr, sehr spitz und sehr scharfkantig. Das ist natürlich auch eine Sache, die ja viel zum Zungenspiel verleitet. Einfach kennt man selber, wenn man eine scharfe Kante hat im Mund, dann ist man ständig dabei und fummelt mit der Zunge da dran rum. Und das ist natürlich auch schon störend, wie das Ganze nach oben hin aussieht. Das werden wir morgen feststellen. Morgen kommt die Dentistin und wird einmal gucken, grob, und dann entscheiden, ob wirklich eine Sedierung dahin muss, weil halt einfach der Befund so aussieht, dass man da wirklich bei muss. Da hat die ja nun ganz andere Möglichkeiten als ich. Ne? Na komm. Ja, vorhin war es ja fast nicht möglich, wirklich alles so ein bisschen sich genauer anzugucken. Was mir jetzt halt schon auffällt, ist in normaler Haltung, dass hier wirklich eine Schwellung oben rechts im Genick ist. Es ist auch ganz hart. Es ist hier, es ist klein. Genickbeulen kennt man natürlich auch ganz groß. Dennoch fängt es hier an. Und das ist auch schon immer ein Zeichen, dass eine Verspannung oder eine ja, unpassende Reitweise, eine unpassende Zäumung zum Beispiel, alles dazu beiträgt. Auch der unpassende Sattel passt halt einfach hier zu diesem Bild. Ich schaue mal, ob das auf der Seite auch ist. Ah, super reagiert, Vicky. So, auf der Seite haben wir die Schwellung und den Harzspann hier oben auch. Ist also auf beiden Seiten der Fall. Und da oben ist natürlich mit ein Dreh- und Angelpunkt für ein losgelassenes Reiten. Weil wenn der Kopf oder der Hals, die Oberlinie, nicht bereit ist nachzugeben,
dann gibt das natürlich wirklich Verspannungen und Schmerzen. Hier oben sitzen ja nicht nur die Wirbelgelenke, sondern es sind ja auch Schleimbeutel, Drüsen und alles, was da oben sitzt, was durch einen Hartspann auch durchaus komprimiert werden kann und Schmerzen macht. Und da bin ich morgen wirklich gespannt, was da ist. Ganz viel Schlimmes kann eigentlich nicht sein, weil er war ja gerade erst beim Zahnarzt. Aber es ist halt immer so eine Sache. Ja, das mache ich. Ich gucke einfach, wo ist Hitze drin, wo sind Schwellungen drin. Hier merke ich zum Beispiel, ist so eine aufgesetzte, das findet er auch nicht gut, so eine aufgesetzte Schwellung da. Und man merkt, ihm gerade macht er gar nichts. Und ich gehe hier bei und er reagiert sofort. Das ist genau der Bereich mit dem Sattel zum Beispiel, mit der ganzen Problematik, die wir an der Longe gesehen haben. Und es ist natürlich auch der Kopfarmmuskel, die ganze Schulterpartie, die hier so ein bisschen mit dranhängt, das Lymphsystem, was hier mit dranhängt. Und da sieht man, dass es hier wirklich, hier ist eine aufgesetzte Beule, da, ne, genau auf dem Schulterblattwinkel oben. Und hier ist auch was und man sieht sofort, ich ärgere dich nicht mehr. Alles gut. So, und das sind natürlich so Dinge, wie soll man damit gut gehen? Ja, ich mache gar nichts. Alles gut? Hey, nicht hauen. Ich mache nichts. So, und was halt wirklich extrem auffällt, das ist jetzt auch im entspannten Zustand, wo Birben hier ist, auch der Fall, dieser Bereich hier, der spannt wirklich sofort an, wenn eine kleine Berührung dahin kommt. Birbsi, was ist los? Hast du gerochen, ne? Das kennt er noch. So, Vicky, ich gehe ja einmal hinter ihn. Ne? Du müsstest. Pass auf, dass er dich nicht tritt, ne? Ja, mache ich. Danke. So, kannst du einmal. Ich gehe nicht ganz dicht hinter ihn. Okay. Kannst du einmal gucken, ob du ihn sauber hingestellt kriegst? Mhm. Ja, und wenn du ihn jetzt ein Stück zurückschiebst. Ja, das ist in Ordnung so. Ja, versuch nochmal ein Stückchen. Ja, ist in Ordnung so. So, ich schaue jetzt letztendlich, wie die Gruppenmuskulatur aussieht. Ja, ich gucke zum Beispiel oben, wie die Beckenschaufeln sind, ob die Spitzen, die man bei sehr dünnen Pferden ja so markant sieht, wo diese Hungerkuhlen sind sozusagen, gucke ich, ob die gleich hoch sind. Schaffst du es vorne, den Kopf einmal gerade zu machen? Ah, perfekt, super. So, was ich jetzt hier ganz schön sehe, ist, dass die linke Seite anders aussieht als die rechte. Ich würde sagen, dass die linke Beckenschaufel anders gedreht ist als die rechte oder andersrum. Das kommt dann wirklich im aktiven Test zum Vorschein, ob denn die linke Seite mehr aufgerichtet ist als die rechte oder die rechte mehr gekippt ist als die linke. Was ich jetzt auch noch sehe, ist, dass auf der linken Seite wirklich ein aufgesetzter Hügel ist, der fehlt auf der rechten Seite. So, der Schweifansatz ist relativ gerade und von der Muskulatur her würde ich sagen, ist links auch ein bisschen mehr als rechts. Aber da gibt es deutlich schlimmere Bemuskelungszustände, die wirklich viel, viel schiefer sind. Nichtsdestotrotz zeigt er natürlich deutliche Symptome. Was mich stutzig macht, ist wirklich die Schmerzempfindlichkeit hier. Ich teste, ob das auf der anderen Seite auch ist. Hier haben wir auch eine aufgesetzte Beule. Kannst du mit ihm mit dem Kopf ein bisschen dahin gehen, dass wir eine Chance haben, hier auch drauf zu filmen? Ich meine den ganzen Freudi da so ein bisschen. Nur nicht so doll, dass er dahin geht, dass du ihn ein bisschen vorziehst. Ah ja, super. So, klasse, super. So, hier haben wir auch eine aufgesetzte Beule, aber längst nicht so doll wie auf der anderen Seite. Da ist sie. Ich werde einfach mal gucken, was er dazu sagt. Das findet er doof. Schweif fängt an zu schlagen. Da. Und alles andere auch. Heißt also, da sind wirklich deutliche Schmerzreaktionen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ein Sattel drauf, ein Reiter drauf. Hier ist natürlich auch, sage ich mal so,
das Knie am Pferd. Sollte es zumindest sein, je nachdem nach Beinlänge und ob man Dressur oder Springen reitet. Aber es kommt definitiv in diesem Bereich Druck, alleine durch den Sattel. Also vom Grundsatz her natürlich deutlich ruhiger als vorhin, jetzt wo Birben wirklich Gesellschaft leistet. Super, Vicky vorne steht und mit Leckerlis füttert. Perfekt. ja, aber ich muss sagen, die Zeichen sind schon wirklich deutlich, bringen viel Aufklärung. Und ich würde einfach mal so sagen, hier muss einmal die Lymphdrainage her. Das halt einfach, dass ich schauen kann, ob das Lymphflüssigkeit ist oder ob das vielleicht sogar prellungsmäßig, muskelkatermäßig da drin ist. Ob es eine entzündliche Reaktion ist. Vielleicht kann ich auch mit der Besitzerin absprechen, dass er mal Entzündungshemmer, Schmerzmittel bekommt, um zu gucken, was passiert. Und dann würde ich sagen, ganz vorsichtig wieder auftrainieren und erst wieder draufsetzen und einen Sattel benutzen, wenn die Schmerzempfindlichkeit weg ist. Das wäre jetzt erstmal mein Plan. Mal gucken, was denn morgen nach dem Zahnarzt ist. Oder besser gesagt, einen Tag danach. Super, Vicky. Vielen Dank. Vielen. Jetzt noch eine Frage. So. Kann man auch Longines an so einem Fellhalfter? Ich persönlich würde es nicht machen. Okay. Ne, zum einen ist das denn wirklich nur Bewegungstherapie, weil du ja überhaupt nichts machen kannst. Mhm. Du kannst nicht stellen, du kannst nicht biegen. Ja. Ne, und es schwimmt auf dem Nasenrücken hin und her, zieht oben am Genick. Und all sowas. Und ich habe es ganz gerne, wenn ich longiere, möchte ich irgendwas damit erreichen. Weil bewegen kann er sich ja alleine draußen. Ja. Ne? Dafür braucht er uns nicht. Die Augen sehen zumindest schon entspannter aus. Hm? Er bräuchte ein bisschen Wellnessprogramm. Ganz in Ruhe und mit Liebe. Das hört sich doch gut an. So, guck, dann kannst du ihn erst noch mal reinbringen. Ja, es ist ganz interessant, auch das Reinführen in die Box hat man eben gesehen, dass wirklich die hintere Partie gar nicht so richtig beweglich ist. Und sobald es so ein bisschen enger wird, wird gleich der Schweif so ein bisschen steil aufgerichtet und es sieht alles sehr, ja, sehr unflexibel aus. Aber nun wird erstmal eine Schaufel fürs Paddock gebraucht. Das war aber die falsche. Die kleine Hexe, die fährt eine Sandschuppe. So ändern sich die Zeiten. Wenn du nicht bis zum letzten Backenzahn so die Hand reinschieben kannst, hast du immer schon eine Blockade. Meistens im Kiefergelenk. Ne? Okay. Die Sache ist jetzt so, der ist rattenscharf. Ich habe mich auch schon geschnitten. Och, du intensiv. Gütiger Himmel. Oh. Ja, also das sieht man jetzt einfach schon. Wir machen ihn jetzt müde. Ja. Hören ihn ab, machen ihn müde. Hm. Das kann aber sein, dass solche Pferde jetzt vorher schon vor der Behandlung einfach ein bisschen Kiefergelenkschmerzen haben, dass sie nach der Behandlung sagen, oh, ne, Leute, geht gar nicht, Heu ausspucken und so ein bisschen, ne, komisch. Er hat eh ja schon Metacam gekriegt aufgrund der Muskelschmerzen. Das tut ihm jetzt gut. Jetzt werden wir ein bisschen nachbehandeln. Und gucken mal, was auffällig ist beim Fühlen, ist auf der rechten Seite der M1, also der 109er. Mhm. Da gucken wir mal genau an, der fühlt sich nicht so an, wie er sollte. Und dann kannst du da auch gleich selber einmal reinfassen und fühlen. Super. Und ne, vorher, nachher. Und dann schauen wir mal. Genau. Freudi. Gibt es ein Sedationsprotokoll oder ein Zahnprotokoll von der letzten Zahnbehandlung? Nein, leider nicht. Okay. Du da auf mich. Übrigens bin ich der Held im Erdbeerfeld, ne? Mein Sohn ist so stolz. Die Mama hat 30.000 Klicks. Oh, wow. Ich komme immer überall zu den Besitzern und sage so, du warst bei Ariane, ne? Ist sie wirklich so? Nö. Alles nur gestellt. Egal, also ganz viel, wo ich auf Borkum. Du musst mir alles erzählen, du musst mir alles erzählen. Ich so, von wem, wieso, worum, was, ne? Du warst bei Ariane. Und ich so, und woher weißt du das, ne? Ja, meinst du, wir gucken hier auf Borkum keinen YouTube? So süß, total schön, ja. Wir haben das denn letztes Mal gemacht. Da haben wir das, glaube ich, irgendwie eine Peitsche gekommen. Irgendwie so war es, ne? Ja. Du nimmst aber heute alles auf, ne? Gut.
dass Rabea nicht Cowboy geworden ist. Schlaue blonde Frauen haben Leitern. Es gibt nur schlaue blonde Frauen hier, ne? Würde ich mal sagen. Ich brauche eine neue Haarfarbe. Sie kommt gleich wieder. Heute mal neu. So, und jetzt müssten wir das ja nur noch. Das ist aber auch zu lang. Dazu sagen wir jetzt mal besser nichts. Wir können ja nur runterfallen, ne? Na bitte nicht. Es sind nur Tierärzte da. Nee, stimmt nicht. Inkognito. So. Ja, super. Juhu, weiter alles. Ich zieh nicht, nein. Nie, wow. Never. Hey, Johnny Wayne hier. Na. Und während Freudi noch nicht so genau weiß, was er davon halten soll, streiten sich die anderen um die besten Zuschauerplätze. Jetzt könnt ihr, also jetzt könnt ihr hier nur noch Mini-Shetties aufnehmen, ja, ne? Genau. Falabellas. Das ist so witzig, da. Die laufen da im Gänsemarsch. Wie die Elefantentruppe. Einer hinterm anderen her. Guck dir das an, das ist ein Hammer. Ich jetzt unsere, die wir reiten. Hi, so Freudi, ich muss leider in dich reinpieksen. Ja, komm. Bist du brav? Ja, ne? Mal schauen. Ja, ja, mal schauen. Freudi, ich bin total nett. Guck mal. Die eine kleinere Nadel haben wir nicht. Konrad immer so der große Chef, der mal einen Blick riskiert, wenn es zu bunt wird. Da, ne? Happy immer in vorderster Front am Fressen. Falco immer ein Happys Popo. Ja, das und Campi genervt. Die Jungs da. Nein. Wenn wir Rabea schon hier haben, müssen wir es nützen. Der ist doch 5, oder nicht? Oder 6? Ja. Er war jetzt schon 6, am 28. März. So, und dann müssen wir noch mal kurz, Anatomie verlasse ich nie, ne? 2,5, 3,5, 4,5. Ja. Ne? 1, 2, 3 kommen die Bleibenden. Nein, wechseln hinten mit 2,5, 3, 3,5 und vorne 2,5, 3,5, 4,5. Müsste also alles sehr wechseln, wäre genau. Schlecht. Warum die Zähne? Ja, also man, es kann sein, dass mit 5 die Hengstzähne durchbrechen. Ne? Das ist durchaus eine im Bereich des Möglichen Problematik. Die macht man dann einfach auf. Fass mal einfach überall lang. Dann fühlst du schon, dass du immer also, so Querrillen auf ja. den Zähnen hast. Ne? Ja. Das, der ist nicht so doll scharf, aber merkst da ist, du auf den Kanten. Ist schon eine scharfe Kante. Ja, da ne? sind ein paar scharfe Kanten. Und an der Zungenseite. Ja. Ungewöhnlich, ne? Ja. Die gehören eigentlich nach oben außen, unten innen. Und wenn du jetzt mal durchschiebst, hast du auf dem letzten Backenzahn auf seiner rechten Seite, dann steht der hoch, der Zahn. Der ist scharf. Ja, hast du dich geschnitten? Entschuldigung. Nee. Ich glaube, doch ein bisschen. Also nein. Fühlst du das? Wenn du auf die andere Seite ja. fühlst, fühlst du deutlich, dass es tiefer ist und nicht so scharf? Ja. Ja, aber du hast auf seiner linken Seite eine Welle auf genau. der Kauffläche. Fühl mal nur die Kauffläche. Mhm. Ist es aber auch normal. Total. Ja. Ja? Es kommt quasi 6, 7, 8 und dann geht es so. Okay. Und dann hinten wieder hoch. Ja. Ja, Schatz. Dann ist es aber auch normal. Ja. Hier hat der Karies auf dem 109er Infundibularkaries. Und das Rostral, also das vordere Infundibulum, ist schwarz. Siehst du das? Ach du meine Güte. Na? Jo. Und jetzt erstmal, der Zahn kriegt Volldruck. Das ist auch der am meisten hängt. Siehst du das? Mhm. Ja? Dann werden wir... Ja, jetzt ja? sieht man gut. Genau. Ja, außer, genau. Ja. Fühlst du auch, ne? Mhm. Außer Reibung nehmen? Da hat Freudentanz wohl zu viel genascht. Nee, auch mit zuckerhaltigen Sachen und nicht, wenn das. Wenn die Zahnreinigung quasi nicht selber funktioniert, wenn das nicht ausgeglichen ist und wenn du zu viel Säure fütterst.
Pferde müssen für so eine Zahnbehandlung sediert werden. Das ist keine Vollnarkose, aber laufen geht damit auch nicht mehr so gut. Jetzt darf Freudentanz erstmal eine Stunde lang nichts futtern und deswegen kommt er jetzt ab in die Aufwachbox. Und da wollten manche Leute nicht hören, das Pferd ist schlecht gehalten, schlecht gefüttert, schlecht geritten, sondern gib ihm mal den Spritzer, damit er wieder läuft. Ne? Ja. Und dafür war ich nicht zu haben. Wir haben bei Freudi die leichten ATRs, also die Querrillen auf den Backenzähnen runtergenommen, haben das ein bisschen ausbalanciert und haben vor allem die Schneidezähne gekürzt. Die waren sehr viel zu lang, sodass wir jetzt wieder eine Dreipunktbalance hergestellt haben. Backenzähne, Kiefergelenk und Schneidezähne. Und der war jetzt frei verschieblich. Die Besitzerin hat hinterher auch noch mal reingefühlt und fand es auch deutlich schöner. Und jetzt muss er eine Stunde entspannt in seiner Box bleiben und morgen darf er wieder geritten werden. Wir hoffen auf Besserung. Aber jetzt ist erstmal Falco dran. Im Gegensatz zu Freudentanz wurde der schon mal von Rabea behandelt. Mal schauen, wie sich sein Gebiss entwickelt hat. Weißt du, deshalb brauchen wir eigentlich diesen Zahnpass, deshalb lasse ich den sehr gerne beim Pferd. Ja. Weil wenn der jetzt woanders wohnt, dann weiß der Nachbehandler, ah, schau, ne? Der ist nicht ganz ausgeglichen geworden, weil der zu hohe Zähne hatte. Man muss nachbehandeln und der hat die und die Sedationsmenge gebraucht. Deshalb ist es total schön. Ich befürchte, wir können da nicht einfach so reingucken. Ich denke, wir werden ihn müde machen müssen. Das glaube ich auch. Es ist gescheiter, weil sonst zieht er sich so auf. Ja, genau. Und dann wird alles schwieriger, gell? Zack, dann. Das ist halt das Schöne Dankeschön. An diesen Zahnbefundbögen, ne? Dass man genau sehen kann, was war vorher. Und dass irgendjemand, der den behandelt hat, noch draufgeschrieben hat, was nachher war. Und erneute Vorstellung 5.21, also sind wir jetzt nach 6 Monaten wieder hier und gucken, müssen wir was nachbehandeln? Können wir noch was ausgleichen? Und dann ja, wissen wir auch die Sedationsmenge. Also ich bin auch immer unentspannt beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, wie man das am besten vermittelt. Aber die Sache ist ja, ne, dass auch Zahnfeen ein Herz haben und ihr müsst gar nicht immer so Angst haben. Nee, genau, das stimmt auch. So. Falco sieht das ein bisschen anders. Aber dann hat er sich doch überreden lassen. In die Breite. In die Breite. Gell? Ja. Schatz, ich muss jetzt einmal schnell sein. Tut mir leid, sonst geht's alles gut, alles gut, alles gut. Schau mal, ich hab zugeschaut. Genau. Du bist. Ja, ich bin und gar nicht find, so scheiße. Und ich finde, du hast es ganz toll gemacht jetzt, gell? So, okay. Ja. Schon fertig. Ja. Du hast es so gut gemacht, mein Großer. So gut. Und jetzt, wo du so viel Kraft hast überhaupt. Ja, er hätte auch einfach gehen können, ne? Und wir hätten genau getan, gar nicht. Wo so viele Muskeln da sind, ne? Ja. Ja, du bist ja einschauend bei mir da. Da haben wir wieder das Zucken vom Er Hoffnung. Traut uns nicht ganz über den Weg natürlich, aber es war, finde ich, auch total moderat. Ja. Gell? Ja, und er meint es ja nicht mal ernst, das muss man mal sagen. Ne? Er probiert ja nur mal und dann denkt er, ach Gott, die Verrückten. Warte mal, ich geh mal von vorne nach hinten. Ja, so ein richtiges... Da ist eine richtige so, genau, Stufe. So, ne, da ist eine richtige Stufe. Also das ist so ein richtiges V, wenn du reinguckst. Genau. Ne? Weil unten war ja wie so ein kleiner Meißel. Und den nehmen wir jetzt wieder weg. Sodass ja, wir, das ist aber jetzt auch fühlbar. Ja, ein genau. Das, ne, das ist das, was eben geblieben ist. Und das scharf müssen, ist es nicht mehr nee. An der Zungenseite. Das ist genau. Gut. Nur und, hier an der Seite. Verletzung wird er auch nicht haben, denke ich. Muss ich gleich reingucken. Nee, und die Sache ist, jetzt arbeiten wir das wieder nach, was hochgekommen ist und so. Ne? Dass wir wieder ausbalancieren, sodass der Zahn, der ausgemahlen war, wieder ein Stück weiter und höher kann. Aber es ist kein Vergleich jetzt zum Status von Freudi vorher, der ja wirklich scharfe Kanten hatte. Ja, genau. Wobei man eben auch nicht weiß, ne, wenn der Stress hat und viel knirscht mit den Zähnen, dann reibt er sich ja auch Kanten rein. Genau. Ja, und diese Querrillen, die waren fast halb fingerdick vorher. Wahnsinn. Ja, und deshalb müssen wir die noch ein bisschen. Und guck mal, wenn du den letzten Zahn, das siehst du, das ist nicht viel. Das ist einmal so nie draufgehen, ne? Ja. Das ist nicht viel. Aber es muss weg. Es fühlt sich viel. Also, Falco haben wir nachgearbeitet, heute nach 6 Monaten.
Ich bin eigentlich in Minden ein bisschen unglücklich, weil ich dachte, er ist ja schöner, ausbalancierter geblieben wäre, als wir das letztes Mal hinterlassen hatten. Wir mussten auf der Kauffläche noch ein bisschen nacharbeiten, weil die hängenden Zähne wieder nachgeschoben sind. Die haben wir noch mal ein bisschen runtergenommen. Und vor allen Dingen haben wir heute stark an seinem Diagonalbiss arbeiten können und haben ihn zu 90% korrigieren können. Das macht mich glücklich. Allerdings ist er im halben Jahr noch mal dran, um ihn dann komplett auszubalancieren. Und dann sind wir hoffentlich durch, um auf einen Jahresrhythmus gehen zu können. Aber wir brauchten heute deutlich weniger Sedation als noch vor 6 Monaten. Und Falco wollte jetzt schon wieder aus dem Zahneimer essen. Also ist so wach heute und lieb gewesen in der Sedation, dass er direkt nach dem Zahnbehandeln schon wieder wahrscheinlich so da rauslaufen kann. War ganz toll. Viel besser als vor 6 Monaten. Ganz entspannt. Musik.